Wir sind beides Mobilitätsdienstleister und das verbindet die SBB auch mit Schindler und umgekehrt. Ihr bewegt mit der Diagonal und der Vertikal und wir in der Horizontale. Und das eine hält ohne das andere nicht aus. Schindler, 150 Jahre. Da kommen drei tolle Brands zusammen. Schindler, SBB und APG. An der Lok gefällt mir besonders gut, dass sie auffallend ist. Sie ist hell, im Gegensatz zum Rot von der SBB. Was ich mega cool finde, sind die Liftknöpfe auf der Seite, weil ich glaube, das repräsentiert Schindler auch ein bisschen. Also eine R64 ist rund 20 Meter lang, 4,5 Meter hoch. Für das brauchen wir 200 Quadratmeter Folie und ca. 150 Arbeitsstunden. Wenn ich höre, 150 Jahre Schindler, finde ich es extrem schön. Das heißt, eine Firma mit einer langjährigen Geschichte, einer Tradition, die sicher noch eine grosse Zukunft vor sich hat. Der Vorteil von so einer Werbelok sehe ich vor allem darin, dass sie recht weit sichtbar ist. Man sieht sie in der ganzen Schweiz, sie fährt überall herum, im deutschen Teil, in den französischen Teil, aber auch in der italienischen Schweiz. Sie hat eine grosse Beliebtheit, das haben wir mal gemessen, und es gibt auch nicht viel von denen. Das heisst, sie ist auffallend, weil im Moment nur etwa 4 bis 5 andere Werbeloks herumfahren. Grossartige Zusammenarbeit mit Schindler, mit der SBB. Und ich freue mich am meisten, wenn schlussendlich die Lok auf der Schiene ist, so wie sie im Hintergrund steht.